Die Junkers Ju-87 mit 1800 Kilo Zuladung. Also, um das mal zu verdeutlichen, da hängt also jetzt gerade ein Ford Mustang Shelby GT unten drunter und die Maschine soll das jetzt in die Luft ziehen. So, Klappen habe ich voll ausgefahren. Sprit ist voll, also der Tank ist voll. Und man wird jetzt auch gleich sehen, ich bekomme die Maschine zwar in die Luft am Ende der Startbahn, aber es reicht nicht vom Gewicht, den Stuka über die Baumgruppe am Ende zu bekommen. Also ich habe es mehrfach ausprobiert mit voller Ladung, Sprit. Ich habe es nicht geschafft. Also ich muss dann vor den Bäumen die Maschine so steil in die Luft ziehen, damit die über die Bäume drüber geht. Und dabei gerät die Maschine ins Trudeln und stürzt ab. Ich weiß nicht, wie oft ich es ausprobiert habe, vielleicht 15 Mal oder sowas um den Dreh. Das ist mir nicht gelungen. Man könnte vielleicht so leicht nach rechts abdrehen, dann käme man an den Bäumen vorbei. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber hier, wie man sieht, entweder man zieht die Maschine hart nach oben, was dazu führte, dass sie abstürzt, oder man fliegt in die Bäume. Also nicht verzweifeln an der Geschichte. Es sieht so aus, als wenn das auf Lapino gar nicht gehen würde. Hier jetzt den Stuka mit halbvollem Tank gestartet. Auch wieder 1800er Zuladung drunter. Und da läuft das dann schon wesentlich besser. Man sieht auch am Ende der Startbahn ist er dann auch in der Luft. Der geht also nicht mehr da in die Mocke rein. Ja, die Reifen sind also da schon in der Luft. Ich muss da jetzt auch gar nicht wie so ein Wilder ziehen, nach oben ziehen. Passt, man kommt über die Baumgruppe drüber. Geht. Dann, wer kennt es nicht, habe ich auch nochmal ausprobiert. In der Eifer des Gefechts vergessen, die Klappen rauszumachen. Passiert ja mal ganz gerne. Aber wie sieht das aus jetzt hier auf Lapino, auf dem Testflughafen? Da sieht das gar nicht gut aus, obwohl hier nur der Tank wieder halb voll ist, also keine volle Zuladung. Und trotzdem wird man jetzt sehr schön sehen, geht der schön aus der Bahn raus, in die Mocke rein, ohne auch nur einen Meter vom Boden gekommen zu sein. Und ja, benötigt doch etwas mehr an Startbahnen mit der 1800er Zuladung, um in die Luft zu kommen, wie man hier deutlich sieht. Also ich habe das halbe Feld mitgenommen. Ja, wollte ich mal gezeigt haben, also nicht verzweifeln, wenn er den voll macht mit Sprit, dass er den nicht über die Baumgruppe bekommt. In diesem Sinne.